Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Days Gone. So, also, bevor wir jetzt mit den Quests weitermachen, mit den Hauptquests, will ich zwei Nebenquests angehen. Das heißt, in dieser Folge zwei Nebenquests, in der nächsten Folge wieder die Hauptquest. Ja, wollte ich. Captain Corey sagte, sie waren bei den Plünderern in der Gegend äußerst hilfreich. Ich tue nur meine Pflicht, Sir. Eine verdächtige Gruppe Drifter wurde auf dem Highway 97 gesichtet. Sie kamen über den Thielson-Pass. Wir dachten, der sei unpassierbar. Unsere Patrouille berichtet, dass auf ihrer Stirn die Buchstaben RIP eingebrannt sind. Haben Sie davon schon mal was gehört? Nein, Sir. Klingt wie ein weiterer Kult, wie diese Anarchisten. Vielleicht. Wie dem auch sei, spüren Sie sie auf und kümmern Sie sich um sie. Wir haben genug Probleme. Ich kann keinen weiteren Kult in der Gegend brauchen. Nein, Sir. Noch so einen verrückten Kult braucht echt keiner. Sie finden Ihren letzten Standort auf der Karte. Wegtreten, Corporal. Da kümmere ich mich doch sehr, sehr gerne drum. Vielleicht die letzten Ripper? Oh. Oh, das ist ja jetzt eine schöne Fahrt hier. Mal sehen, ob ich das beides in dieser Folge erledigen kann. Also in dem Tempo sicher nicht. Na los, Leute, weiter! Warum streikst du dich nicht an? Warum bist du noch in meinem Hindernisparcours? Warum bist du noch nicht am Start? Warum bist du in meinem Hindernisparcours? Da! Böse Ausbilder! Des Bösen! Juckt mich nicht, interessiert mich nicht. Ist mir egal, egal. So, da ist ein Fragezeichen, aber ich bin jetzt zu weit weg. Also ich habe jetzt zu viel zu tun in dieser Folge, als dass ich mich darauf konzentrieren kann. Ah, toll. Ja. Na, guck mal, da fahre ich ja direkt durch. Naja, dankeschön. Sehr freundlich von Ihnen. Oh Gott, die liegen ja immer noch. Ein Tisch läuft vorbei. Wow, ich bin schlau. Ohne Verkehr.
So. Ach ja, Leute. Wie war denn euer Wochenende gewesen? Erzählt mal. Also meins, ich musste arbeiten. Viele Wochenende hatte man da nicht. Und ja, es war dieselbe Scheiße, wie man sie sonst auch immer hat. Oh, noch eine mobile medizinische Einheit. Ich muss irgendwie da reinkommen. Nachschauen, ob ich einen Injektor finde. Komm schon! Ich bin kurz vor einer Trophäe, das lasse ich mir doch jetzt nicht von irgend so einem. Mit so einer kleinen Möchtegern-Gruppe verderben. Ach, zuverlässiger Freund, das ist die Trophäe. Sehr gut. 200 Gegner mit selbstgebauten Waffen gekillt. Ich kann nicht brauchen. Komm, ich habe ja eh unendlich Sprit in den Kanistern da drin. Gutes Timing. Dann kann ich auch gerade mal noch meinen eigenen Sprit auffüllen. Das sollte reichen. So, und jetzt ist die Frage, wo ist der Generator? Der wird irgendwo da drin sein, denke ich. Scheiße. Au. Na, vielleicht auch nicht. Ach du Scheiße, Leichensäcke. Nicht gerade wenig. Ah doch, da ist das Ding. Na, ich hoffe mal, das waren alle. Scheiße! Au. Fest verriegelt. Ernsthaft? Übrigens, ein guter Zaun, möchte ich einfach mal gesagt haben. Sehr effektiv. Oh, dann mal los. Gut. Oh, ja. Ach, war ja klar. Okay. Ja, ein Neuro-Injektor. Mal sehen, ob der noch geht. Yay, ich spritze mir irgendwelche Chemikalien und krieg dafür Erfahrung. Oh, ich fühle mich schon viel stärker. Noch ein Nero Mikro Rekorder. Keine Ahnung, ob ich mir das wirklich anhören will. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Einfach runter, das ist meine Chance höher als sonst irgendwas. Oh Gott, die springen mir ja noch hinterher. Alter.
Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh ja, klar. Schon eine Traktorbombe. Kann ich noch eine bauen? Ja. Ach du Scheiße, guckt euch das einfach mal an. Fuck, wie viel sind das denn noch? Ach komm. Kommt, wollt ihr noch mehr? So, jetzt bin ich aber im Horden-Kill-Modus. Jetzt wird die Horde auch niedergemacht. Komm, komm, komm. Thank you.
Hä? Waren das etwa alle? Hä? Mehr habt ihr nicht drauf. Warmduscher. Alter. Puh, ich hab nicht mal das erste Lager zerstört, ey. Aber dafür habe ich schön Ohren gesammelt. Guckt euch das an. Tja, sieht so aus, als ob ich jetzt erstmal hier alles einsammle, bevor ich an die Mission gehe. Oh, ich höre wieder einen Kreischer. Jetzt ist die Frage, wo ist die restliche Horde? Die wird sich bestimmt da drin verstecken. Immer noch nicht alle. Ich habe immer noch nichts bekommen, dass die Horde erledigt ist. Ach, da ist ein Ohr durchgefallen. Toll. Oh mein Gott! Oh Gott! Scheiße nochmal! Wie groß ist denn die Horde? Ich hab gedacht, auch, das sind jetzt nur noch ein paar Stück. Scheiß drauf! Genau, durch den Engpass hier, kommt schon. Oh, Alter.
Huh. Wow. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass die Sache hier noch so eskaliert. Ich hab gemeint, das sind vielleicht nur noch ein paar Handvoll. Aber es waren ein paar hundert Handvoll. Ich frag mich, wie groß die Horde jetzt insgesamt war. Ein schönes Nest habt ihr aber da. Muss man euch lassen. Schöne Hütte. Finde ich schön, was ihr draus gemacht habt. Gut, Leute, ich gehe jetzt zurück zum Motorrad und wir sehen uns dann da oben in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann schauen wir doch einfach mal, ob wir es in der nächsten Folge schaffen, die zwei Nebenmissionen zu erledigen, bevor wir mit der Hauptquest wieder weitermachen. Also macht's gut, Leute, bis dann und ciao.